Yeah! Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei den Saxophon-Praxistipps. Heute werden wir uns die Mechanik des Saxophons einmal ein bisschen genauer anschauen. Und zwar geht es heute um die verstellbaren Saitenmechaniken. Man nennt es auch Palm Keys. Ja, so werden die Saitenmechaniken im Englischen genannt. Die Palm Keys findest du hier an der Seite. Also wenn ich mal zum Beispiel einen leichten Ton greife, ein H, dann haben wir hier diese drei Saitenmechaniken. Die werden hier so mit der Innenfläche des Fingers werden die mitgegriffen oder hier auch mit dem Mittelfinger. Und die sind normalerweise für die hohen Töne zuständig. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, muss das sein, dass diese Mechaniken zu verstellen sind? Und da spreche ich jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung heraus, die ich an der Musikschule gemacht habe. Da sind immer wieder Leute gekommen, die wollten Saxophon lernen. Und es ging einfach nicht, weil die noch relativ kleine Hände hatten. Ja, zum Beispiel, wenn Kinder kamen, jugendliche Kinder, die noch nicht so groß gebaut waren, noch nicht so große Hände hatten. Und wenn die dann das Saxophon greifen wollten, ich habe ja jetzt einen Tenor hier, aber auch beim Altsaxophon war das so, wenn die dann so die ersten Töne greifen wollten, dann sind die immer irgendwie mit dem Finger hier hängen geblieben, ja, an irgendeiner dieser Saitenmechaniken. Und dann kam das H nicht so richtig. Und Kinder sind ja manchmal sehr schlau. Die haben dann versucht, sich zu behelfen, indem sie dann unter der Mechanik irgendwie so durchgingen. Aber das macht natürlich auch keinen Sinn. Auf jeden Fall konnten die dann kein Saxophon lernen, weil sie hier mit der Hand nicht drumherum kamen. Da musste ich als Lehrer dann sagen, ja, tut mir leid. Wart vielleicht noch 2 Jahre, wenn du ein bisschen gewachsen bist, dann kannst du das machen. Ja, und dann sind Hersteller auf die Idee gekommen, diese Saitenmechaniken zum Verstellen zu machen, dass man die einstellen kann. Ja, und soweit ich mich erinnere, war der erste Hersteller, der damit bekannt geworden ist, Keilwert, ein deutscher Hersteller. Ja, die haben das bei ihren SX90 Saxophonen. Ich weiß nicht, ob es bei den Vorgängern auch schon war, aber SX90, SX90R war dann sehr bekannt. Da gab es dann schon die verstellbaren Saitenmechaniken, aber auch sehr, sehr, sehr teuer. Also so ein Saxophon von Keilwert, ein SX90R, kostet gerne mal so zwischen 4.500 und 6.000 Euro. Also für einen Einsteiger auf gar keinen Fall zu gebrauchen. Und dann kam der Hersteller Jupiter auf die Idee, das zu machen, und zwar schon bei den, ich sag mal, Einsteiger- und Mittelklasse-Instrumenten. Damit war das zum ersten Mal halt auch ja, erwerbbar für Leute, die halt mit dem Saxophon anfangen und die nicht direkt irgendwie 4.000, 5.000 oder 6.000 Euro ausgeben wollen. Und jetzt will ich dir mal zeigen, wie das funktioniert, also wie du die Saitenmechaniken verstellen kannst. Ich habe hier ein Jupiter-Saxophon, mein Jupiter-Saxophon, mit dem ich sehr happy bin. Und da habe ich auch, als ich das Saxophon neu gekauft habe, dann die Saitenmechaniken so für meine Handgröße optimal eingestellt. Ja. Und das geht eigentlich recht einfach. In dem Saxophonkoffer gibt es hier so ein kleines Etui, so eine kleine Schachtel. Und da ist ein Imbusschlüssel drin, ja, auch sehr fein und sehr klein. Und, was sehr praktisch ist, es gibt hier zusätzlich noch ein paar Ersatzschrauben. Also solltest du wirklich mal eine Schraube verlieren, dann hast du da Ersatz und kannst sie sehr schnell einsetzen. Und jetzt mache ich einen kleinen Trick. Ich habe mir nämlich einen Hocker hier noch direkt vor die Kamera hingestellt, damit man das besser sieht. Ich denke, so kannst du die Mechanik ganz gut sehen. Und es geht eigentlich relativ einfach. Hier mit diesem Imbusschlüssel drehst du die Schraube ein bisschen locker. Ja, ich muss ein paar Mal drehen. So, und hast schon gemerkt, damit kannst du dann diese Saitenmechanik, jetzt habe ich die Hand davor, da ist sie ganz nach oben und da kann ich sie ganz runterstellen. Also nochmal ganz oben und jetzt ganz runter und dann kann ich die Schraube wieder zudrehen. So, noch eine Umdrehung und schon fertig. Ja, und damit habe ich diese Saitenmechanik jetzt, soweit es geht, an den Korpus rangedreht. Und damit ist das Saxophon auch gut spielbar für jemand, der oder die vielleicht hier nicht so eine große Handgröße hat oder so eine große Spannweite. Ja, also ist auch für Leute zu spielen mit kleineren Händen. Aber diese Saitenmechaniken sind nicht nur für Leute mit kleinen Händen gut, sondern auch für Leute mit großen Händen. Ich habe ja gesagt, als ich das Saxophon gekauft habe, dieses Jupiter-Saxophon, habe ich als erstes mal diese Saitenmechaniken so optimal auf meine Handgröße eingeschnitten. Das kann natürlich jeder machen. Wenn jemand vielleicht
etwas größere Hände hat als normal, ja, also große Hände, dann kannst du die Seitenmischhalle ein bisschen weiter rausholen und dann hast du hier beim Spielen kleinere Wege und so kann natürlich jeder für sich ganz individuell die Seitenmechaniken einstellen, damit man da das optimale Spielgefühl hat und dann auch schön und flüssig und schnell spielen kann. Yeah! Dann hoffe ich, dass ich dir damit einen Tipp geben konnte für ein tolles Saxophon mit verstellbarer Seitenmechanik. Und wenn du Lust hast, besuch mich mal hier bei den Saxmasters, meiner Online-Saxophonschule. Da gibt es Kurse für Einsteiger, Kurse für Fortgeschrittene. Es gibt einen Improvisationskurs, jetzt ganz neu auch einen Realbook-Kurs. Da kannst du lernen, wie du Jazzklassiker spielen kannst. Und das Schöne ist, wir haben einen kostenlosen Testmonat. Du kannst es einen Monat lang kostenlos und ganz unverbindlich ausprobieren. Und wenn dir das gefällt, dann meldest du dich nach einem Monat an. Und dann wirst du ein Saxmaster-Schüler. Und da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.